ist jetzt. Pinke Pizza mit nur 453 Kalorien die Tonne. Was sagt Chefküchen? Ich sage dazu, schmackhaft lecker, deftig, kräftig, würzig, gut. Pommesche aus dem Buch. Auch ja, genau. Lecker schmeckt da frisch vom Bäcker. Und natürlich noch selbst belegt mit vegetarischer Mühlensalami, bunter Veganer, Pfeffer. Veganer Mühlensalami. Nee, ekelhafter Veganer dann statt Veganer. Ein bisschen noch Paprika, gekühlte Paprika drauf. Ja, lecker gekühlte Paprika und noch etwas extra Käse. Genau. Lecker. Zusätzlich zu den 453 Kalorien der Tonne nochmal 100 Kalorien durch den Käse. Und durch die Wurst. So bei 600, 700 Kalorien ungefähr. Das geht. Ja, ist eine ca. 700 Kalorien Pizza. Für uns beide wahrscheinlich. Auch keine Tomaten, aber die gehören schon zu der Pizza. Ja, Pizza und ein bisschen Käse. Und die wollt ihr ab jetzt auch immer essen. Hm. Yeah. Und dazu wollt ihr diesen Film gucken. Ihr sagt mir jetzt, was das ist. Sagt, was das ist und wir haben euch lieb. Okay. Noch irgendwie Commentaries? No. Ach, ja. Ich bin noch gar nicht drauf. Hallo. No comment. Wie immer nackt. Oder fast. Und tschüss. Tschüss. Und wir haben doch noch was vergessen. Und zwar hier leckere Rucola. Gesundheit. Gesundheit kommt auch drauf. Leckerer Bio-Rucola. Frisch vom Feld. Ist so köstlich. Und Ligi würde sagen, du siehst aus wie ein Kaninchen. Mhm. Ich bin ein kleines Kaninchen. Sie ist ein Kaninchen. Ich würde auch niemals mit etwas anderem verkehren, außer Kaninchen. So, jetzt ist es gesund. Habt ihr das verstanden? Ist echt lecker. Und es riecht, denn ihr wisst, wie würzig das duftet. Das ist richtig geil, wie bei Italiener. Da es im Winter keine Wildkräuter gibt, habe ich mich dazu entschlossen, meine Mutter zu zwingen, mir Rucola zu holen. Amiga. Denn nur gesunde Menschen essen rein vegan. Erzähl den Zuschauern mal kurz, wie der Käse gemacht wird. Der Käse auf der Pizza ist mit Mikrobellem Lab. Mikrobellem Lab. Bilem Lab. Steht da drauf. Das heißt, das ist vegetarischer Käse, für den kein Leid. Für den kein Tiermagen aufgeschlitzt werden genau. Musste. Genau. Das ist Pflanzen. Um aus Milch Käse zu machen. Viel groß und fett und breit. Alternativ könnt ihr auch Milch trinken und auskotzen, da gibt's selber. Okay. Hast du auch Käse? Ja, das ist so. Habt ihr schon mal gemacht? Ich weiß nicht. Sag doch mal, ob ihr Milch mal ausgekotzt habt. Ihr werdet merken, dass was im Magen ist, macht das tatsächlich zu Käse. Mhm. Kranker Scheiß. Das ist echt, muss man nicht haben. Ja, dann kriegt man echt nicht mehr durch den Auslöser, gibt sowas. Dann tschüss.